die Welt bewegte. Kamerun marschiert voran und 16 afrikanische Kolonien folgen in die Unabhängigkeit. Aber nicht überall gibt's Grund zum Feiern. Kongos erster Präsident Lumumba wird gleich wieder abgesetzt. Das Land stürzt in die Kongo-Krise und die noch von Lumumba zu Hilfe gerufenen UNO-Truppen müssen machtlos zusehen. Die Mächte der Vergangenheit sind wieder da und setzen ihre Zeichen an deutschen Synagogen. Wir Bundesrepublikaner sind entsetzt und verwischen die Spuren. Wer mag schon im Wirtschaftswunder an die Zeit der Hakenkreuze denken? Anders die Israelis. Die entführen in Argentinien den NS-Verbrecher Adolf Eichmann. In Bonn dagegen bleibt die braune Vergangenheit von Adenauers Vertrautem Hans Globke in den Schlagzeilen. Aber der Bundeskanzler hält an seinem Staatssekretär fest. Chruschtschows Trophäen stammen nicht aus dem letzten, sondern aus dem Kalten Krieg. Eine amerikanische U-2, beim Spionieren über der Sowjetunion ertappt. Pilot Powers kriegt dafür 10 Jahre. Und der Westen kriegt von Nikita was zu hören. Nicht nur den Pariser Gipfel lässt er lautstark platzen. Mit beiden Fäusten und schließlich seinem rechten Schuh beschert er dem Hohen Haus der UNO die turbulenteste Sitzung seiner Geschichte. Der smarte John F. Kennedy bricht auf zu neuen Grenzen. Und die Amerikaner werden seine Fans. Der Nachfolger vom alten Ike ist der jüngste Präsident der USA. Er schlägt Nixon und nimmt sich gleich was Großes vor. So now my wife and I prepare for a new administration and for a new baby. Thank you. Endlich ein Baby für Persien. Was Soraya nicht schaffte, Faradiba sei Dank. Der Schah hat seinen Thronfolger. Und das britische Königshaus hat seinen Skandal. Prinzessin Margaret heiratet einen Bürgerlichen. Der europäische Hochadel bleibt da fern und gibt sich auf einer standesgemäßen Vermählung die Ehre. König Boudouin von Belgien hält sich an die Etikette und ehelicht eine spanische Doña. Was die Welt bewegte. Nur nicht nervös werden und gar nicht aufgeregt sein und auch nicht bös werden. Vielmehr gut aufgelegt sein, wir zu zweit. Gegen die Zeit macht es auch beschweren. Nur nicht nervös werden. Das gilt ganz besonders für dich, Blackie. Schließlich ist das ja deine erste eigene Fernsehshow. Im Gegensatz zu sonst, wo ja Sie zu mir ins Kino kommen mussten, kann ich heute Abend bei Ihnen zu Hause sein. Naja, vielleicht werden einige von Ihnen jetzt fragen, was will der bei uns? Das möchte ich Ihnen erklären. Sie, meine Gäste hier im Studio, die Kandidatenpaare des heutigen Abends und ich, wir alle zusammen praktisch ganz privat wollen ein bisschen miteinander spielen. Sind Sie fertig? 55 Sekunden mit einem festen Schwung. Gut. Und Sie halten die linke Hand fest. Fertig? Fertig? Bitte. Los! Und halten Sie den Ball auf und Sie haben gewonnen, ja! Ja. Nur nicht nervös werden. Sie dürfen ihm gute Ratschläge geben, Frau Obermeier. Nein, drauflegen nicht. Nein, nur sagen, wie er es machen soll. Vielleicht haben Sie eine gute Idee. Ja, nur nicht nervös werden. Sie haben noch 11 Sekunden Zeit. Und jetzt beeilen Sie sich, beeilen Sie sich, beeilen Sie sich. Noch 5 Sekunden, aber nicht nervös werden. Ja, auf die Uhr, ja. Na, ist das eine Freude. Nur nicht nervös werden. Das ist der Wahlspruch, den du dir übrigens auch unbedingt fürs Kino merken musst. Kommen Sie runter, Kopf weg! Was war das? Sind Sie verletzt? Viel kann nicht sein. Nein, hier an der linken Schulter. Der Schuss kam von da drüben. Da! Na, nur nicht nervös werden. Na also. Für Sie, ich glaube, es ist der Archibald. Sowas ist doch schon eher dein genau, Fall. Sie. Selbstverständlich. Aber geben Sie Acht auf das Loch im Fußboden. Da wäre beinahe ein Unglück passiert. Ganz Deutschland ist im Edgar-Wallace-Fieber und du als ausgefuchster Kommissar machst jeden Krimi zum Knaller. Long. Hallo. Hallo. Und entschuldigen Sie bitte, vergessen Sie nicht, die Sprechtaste zu drücken. Ach ja. Hallo. Bitte
verzieh doch kein Gesicht. Heute geht es wirklich nicht. Ich hab schon ein kleines Rendezvous. Hör zu, ich bin um 5 Uhr bei Mörders zum Tee eingeladen. Nette Leute mit sehr viel Kultur. So ein lauschiges Stündchen, das kann doch nicht schaden. Und Angst, sagt man, formt die Figur. Hoch muss das prickelnd sein, wenn er mit seinen letzten Opfern prunkt. So paradox es klingt, bei Mörders gibt es keinen toten Punkt. Ich bin um 5 Uhr bei Mörders zum Tee. Drum ade, lieber Freund, nimm's mit Humor. So ein Mordsvergnügen geht doch schließlich vor. Hallo, liebe Kolleginnen und Kollegen. Da bin ich wieder, euer Meisterdetektiv. Wir wollen heute wieder mal einen kleinen Kriminalfall aufklären. Nichts besonders Schlimmes. Etwas, was jeden Tag mal passieren kann. Ede geht auf Beute aus. Nach bewährten Gangstermoden mit dem Koffer ohne Boden. Beim Café, da sitzen Leute. Und dort gibt's auch gute Beute. Jetzt hält ihr die Tasche fest und flugst damit ins Räubernest. Nach Juwelen gehen die Blicke. Knödel bringt der Schicksalstücke. Du bist Knödel statt Juwelen. Doch's Missgeschick wird schnell vergessen beim guten Pfanniknödel essen. Na, ihr da draußen, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, habt ihr das auch richtig geraten? Wenn ja, dann freut euch. Und wenn nein, dann tröstet euch. Es ist noch kein Meisterdetektiv vom Himmel gefallen und beim nächsten Mal wird es bestimmt schon wieder besser gehen. Und bis dahin, bis zu unserem nächsten Fall, sage ich euch heute, auf Wiedersehen. In einer Dekoration ihres neuesten Bavaria-Films Heidi Brühl. Während einer Drehpause erhielt sie eine seltene Auszeichnung, die goldene Schallplatte am goldenen Armband. Sicher haben Sie schon erraten, wofür Heidi Brühl dieses kostbare Präsent bekam. Ganz recht, für... Wir wollen niemals auseinander gehen. Wir wollen immer zueinander stehen. Mag auf der großen Welt auch noch so viel geschehen. Wir wollen niemals auseinander gehen. Danke, Heidi. Genau das sind die Werte, die wir für die 60er brauchen. Komm mit mir ins Zelle, es ist heimlich und still. Einer für alle, Treue, Tradition. So hält's der Männergesangverein schon seit Silchers Zeiten. Das deutsche Liedgut ist wieder gefragt. Vielleicht hilft der Blick zurück doch weiter auf den Weg nach vorn. Wir singen, was singen wir denn für dich, Fried? Im schönsten Wiesengrunde und was singen wir denn alles? Wir singen, weil uns das Volkslied das gibt, was unsere Herzen bewegt. Sie sind für uns eigentlich ein Brunnen der Jugend. Die Jugend von heute schöpft ihr Wasser allerdings lieber aus einem anderen Brunnen. Das Leben ist ja so traurig zurzeit und dennoch die traurigen Volkslieder, wie es teils gibt, also die mag ich nicht besonders. Ich mag sie nicht hören, ich höre lieber Schlager oder sowas. Das geht doch
doch nicht, ihr singt doch vollkommen falsch. In unserem guten deutschen Liedgut sind doch Liebe zur Heimat, fester Glaube und Treue verankert. Das muss ich spüren. Stellt euch doch mal vor, man würde eine Weise, wie zum Beispiel dieses wunderbare Volkslied am Brunnen vor dem Tore folgendermaßen interpretieren. One, two, three, am Brunnen vor dem Tore. Da steht ein Apfelbaum, ich komm in seinem Schatten. Würde nicht, so hätte doch niemals kein schöner Land entstehen können. Also eins muss ich sagen, man kann von unseren Brüdern und Schwestern drüben sagen, was man will, aber von Musik, ja, da verstehen sie was. Die landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft ist keine Zukunftsmusik mehr. Rein in die LPG oder raus aus der DDR, heißt es. Und Tausende flüchten vor der Zwangskollektivierung nach Westen. Walter Ulbricht auf Werbetour durch die Dörfer sieht das alles ganz anders. Für ihn hat auf dem Lande der sozialistische Frühling begonnen. Und dann mittwochs, der Nacht halb zwölf beim Milchburger, da haben wir uns geeinigt, dass wir eine LPG gründen. Und als der Bürgermeister dann zurückkam? Da war die Überraschung da. Ja, es gibt Leute im Westen, die behaupten immer, dass die Bürgermeister die Bauern unter Druck setzen. Aber jetzt scheint es umgekehrt gewesen zu sein bei euch. Ja? Der Bürgermeister war in Urlaub und die Bauern haben beschlossen, eine LPG zu bilden. Völlig freiwillig und sogar mit Ulbrichts Segen ziehen die ostdeutschen Sportler Richtung Westen. Zur Olympiade gibt es ausnahmsweise noch vereinte Ideale. Eine gesamtdeutsche Mannschaft wetteifert in Rom und Squaw Valley um den Thron im Spitzensport. Die Krone des Skisports aber ist die nordische Kombination. Durch seinen ersten Platz im Springen und die großartige Leistung beim Langlauf gehört der Sieg in dieser Konkurrenz zum ersten Mal in der olympischen Geschichte einem Deutschen, Georg Thoma aus Hinterzarten. Was ist denn los? Ich habe mein Brillcreme vergessen. Ja, Brillcreme, die ideale Frisiercreme. Brillcreme schenkt dem Haar neues Leben, macht es geschmeidig und gibt ihm wieder natürlichen Glanz. Brillcreme hält Ihre Frisur den ganzen Tag über tadellos in Form und gibt Ihnen das saubere, gepflegte Aussehen, das immer Bewunderung erregt. 100 Meter Endlauf der Männer, ein Kampf zwischen Armin Harry und der Phalanx der Amerikaner, die seit 1932 ein Siegesabonnement haben. Fehlstart. Harry und Zeim sind die Sünder. Zweiter Fehlstart. Jetzt werden die besten Nerven gewinnen. Schon bei 10 Meter hat Harry einen leichten Vorsprung. Abgeschlagen sind Norton und Bad Zeim, aber kommt auf. Der Sieg von Armin Harry in 10-2 ist denkbar knapp. Zum ersten Mal in der Geschichte der Olympischen Spiele hat ein deutscher Athlet eine Laufdisziplin gewonnen. Als unsere Olympiateilnehmer und Medaillengewinner vom Jubel überschüttet heimkehrten, wie Götter empfangen, gottgleich auch benahm sich Armin Harry, der den Olympioniken keinen Gefallen erwies, als er Filmstar werden wollte. Wir gingen der Sache nach und befragten den Pressechef der Filmgesellschaft, die ihn als Star gewinnen wollte. Seine Forderungen waren hier: eine Hauptrolle in einem Film seiner Wahl, 100.000 D-Mark für den ersten Film. Ein Angebot unsererseits dann in einem Musikfilm für eine Gage von 7.500 D-Mark plus Spesen mitzuwirken, lehnte Herr Harry ab. Und was wollte Herr Harry für Filme drehen? Ja, er hatte den Wunsch geäußert, in Cowboy-Filmen mitzuwirken, Wildwester. Aber wir drehen ja in Deutschland diese Filme nicht. Tja, lieber Armin, der Schuss ging nach hinten los. Wer es in den Beinen hat, ist eben längst noch kein John Wayne. Wärst du doch einfach nur der schnellste Mann der Welt geblieben. Mit dir ist's aus, aber dein 10-0-Weltrekord bleibt unvergessen. Auch von den Schölermanns heißt's Abschied nehmen. 111 Folgen lang durften wir in ihr Wohnzimmer fernsehen. Nach Evchens Heirat sagen wir Lebewohl. Und besuchen jetzt die Firma Hesselbach. 90% der Zuschauer sind dabei
waren Baba und Mama hessisch Babele. Frau Direktor Eisenbesch hat mich für den Freitagmittag zum Kaffeetrinken eingeladen. Das wird ein sehr angenehmer Verkehr. Übrigens sage ich jetzt Frau Eisenbesch zu ihr. Nur sie hat mir das Angebot. Gott, Frau Direktor Hesselbach hat so gesagt, was sollen wir beide uns dann titulieren? Schließlich sind wir ja beide Frau Direktoren. Und sie gäbe sich ja genauso wenig auf Titel wie ich. Nur natürlich, habe ich gesagt. Und dabei war der Herr Eisenbesch schon lang Direktor, wie der Baba noch eine kleine Prokuristin unserer Firma war. Also am besten gefällt mir ja doch, dass der Baba jetzt einen separaten Eingang zu seinem Büro hat, mit dem goldischen kleinen Treppchen. Ja, das demnächst abgerissen wird und das goldische Türchen zugemauert. Was? Warum? Falls der Meister so will. Im Ernst, Baba? Ja, was hast du dann eigentlich, Baba? Baba, steh ich noch lauter Brille. Mich ist durch den ganzen Betrieb, gell? Noch öfter durch den Separateingang in mein Zimmer reingehiebt kommen. Egal, ob da Besprechungen stattfinden oder was. Ohne angemeldet, ohne alles. Und Baba schreie. Baba, hau mir mal nach in die Wand. Baba, gib mir mal ein Stück Papier. Baba, mach mir mal mein Kleid zu. Na, was gab's denn da zu sehen? Es war ihr Itzi-Bitzi-Tini-Wini, Honolulu-Strand-Bikini. Frau Valente hat recht. Der Bikini ist dieses Jahr besonders angesagt. Aber der allerletzte Schrei für neugierige Herren und mutige Damen ist oben ohne. Es war ihr Itzi-Bitzi-Tini-Wini, Honolulu-Strand-Bikini. Er war schick und er war so modern. Ja, der gefiel ganz besonders den Herren. Wenn's nicht gerade wie aus Kübeln gegossen hat. Bei so einem Mistwetter hat es einigen die Tour vermasselt. Das Jahr haben wir ein so schlechter Sommerkind. So habe ich es in den 25 Jahren noch nicht erlebt. Seit Juni hat es die ganze Zeit geregnet und das Geschäft ist für vollständig ausgelöscht. Ach, Gustav! Oh, ich störe wohl. Aber nein, komm nur rein. Ja. Guten Tag. Allerseits. Sag Gustav. Sag mal, ihr spielt wohl gerade Urlaub. Ja, ein bisschen. Ich habe gerade ein Sonnenbad genommen. Sonnenbad? Bei dem Regen. Aber sonst seid ihr gesund. Natürlich. Wir haben doch unsere Hochgebirgssonne. Im eigenen Heim. Mit der Osram Ultra Vitalux, dem bekannten Violettstrahler, hat man immer einen Platz an der Sonne. Sie erzeugt ein Strahlungsgemisch, das der natürlichen Sonnenstrahlung entspricht. Und wer 8 Stunden arbeitet und aus seinen 4 Wänden nicht herauskommt, der holt sich mit Osram Ultra Vitalux wieder Frische und Spannkraft für den ganzen nächsten Tag. Hier ist ein Gigant mit unbegrenzter Energie, der Menschheit zu Diensten. A giant of limitless power at man's command. Atomkraftanlagen können schon in nächster Zukunft Wirklichkeit werden. Die Stromversorgung ganzer Städte wird künftig durch Atomkraft möglich sein. Auch die Transportsysteme der Zukunft wird die Atomkraft revolutionieren. Wir sind heute im Besitz einer Energiequelle, die so unerschöpflich ist wie die Natur selbst. Schon 1 Gramm Materie besitzt genug Energie, um diese 100 Watt Birne 1 Million Jahre leuchten zu lassen. Die produktive Nutzung der Atomenergie hängt, wie die Nutzung aller großartigen Neuentwicklungen in den USA, davon ab, dass die Menschen ihre Notwendigkeit einsehen. Ein Reich voll elektrischer Energie, damit die Evas dieser Welt ihr Leben genießen können. In einem elektrischen Garten Eden. Live their lives fruitfully in their electrical gardens of Eden. Gestatten, mein Name Alfred Atom, für alle Evas ständig unter Strom. Wenn ich erst losleg, strahlt ihr ganzes Haus,
denn mein Atomantrieb fällt niemals aus. Und tu ich doch mal explodieren, gibt's eh nix mehr zu reparieren. Ha, ha. Ach was, bloß keine Angst vor dem elektrischen Garten Eden. Bestehen wir nicht alle selber ganz und gar aus Atomen? Das weiß doch heutzutage jedes Kind. Der atomgetriebene Alfred ist zwar noch Zukunftsmusik, aber genau solche Visionen treiben uns doch nach vorn. Dem Mutigen gehört die Welt, auch wenn sie mal in Asche fällt. Darf das was mehr sein? Aber selbstverständlich. Dankeschön. Das ist die Verbraucherin im Urteil häufiger Kritik. Sie kaufe blind ein, bevorzuge das teuerste Angebot. Die eine etwas billiger, aber auch sehr gut. Und dann hier die teurere. Nein, nein, da nehme ich schon lieber die teurere. Bitte schön. Teste scheinen die schlechte Meinung über den Königkunden zu bestätigen. Apfelsinen der gleichen Qualität wurden mit zwei verschiedenen Preisen angeboten. Und vorwiegend gekauft wurden die teureren Apfelsinen. Die Antwort gab uns die Leiterin des Instituts für Demoskopie in Allensbach am Bodensee, Frau Dr. Nölle Neumann. Wissenschaftliche, systematische Verbraucherbefragungen zeigen, die Verbraucher verhalten sich recht vernünftig. Sie nehmen nämlich den Preis als Qualitätsmaßstab. Wo die Verbraucher an Qualitätsunterschiede nicht glauben, zum Beispiel Zucker, werden sie beim Vergleich von teuren und billigen Paketen lieber die billigen kaufen. Aber nun Apfelsinen. Hier haben wir die Schwierigkeit, dass der Verbraucher nicht wissen kann, was in der Schale steckt. Hier braucht er den Preis, um sich zu orientieren. Auch wenn die Lebensmittelpreise einmal fallen, das Thema bleibt aktuell. Denn meistens steigen die Preise ja. Und die Hausfrauen sagen, die sind viel zu teuer. Wären Sie bereit, bei einer Gegenmaßnahme, bei einem Käuferstreik mitzumachen? Doch. Wären Sie bereit, eine Woche lang kein Fleisch zu kaufen? Ja, war ich schon dabei. Ja. Da muss ich meinen Mann angucken. Wären Sie damit einverstanden? Ja, ja. Wenn ich mich etwas vorher, wollen wir sagen, eindecken kann, denn eine ganze Woche kann ich meine Leute nicht ohne Fleisch sein lassen. Das sind vier erwachsene Männer. Nein, weil ich nämlich immer Fleisch esse. Kilo Schweinefleisch, aber bitte nicht zu fett. Ja, gerne. Fett ist nur das Fleisch, das man kauft. Menschen werden nicht fett, das sagt man nicht. Sie werden höchstens zu stark, korpulent, vollschlank, wohlbeleibt, rundlich oder sogar stattlich. Die Zahl der Übergewichtler ist von 2% der Gesamtbevölkerung nach dem Kriege auf 17% im Jahre 1960 angestiegen. Jeder Sechste von uns wiegt zu viel. Die so schnell sich entwickelnde Fettleibigkeit ist zu einer alltäglichen Erscheinung der ärztlichen Sprechstunden geworden. Und dann transpiriere ich auch sehr leicht und eine Appetitlosigkeit. Ein bisschen weniger reinstopfen täte uns allen ganz gut. Und manche meinen jetzt schon, nur durch Abspecken bewegen wir uns weiter. Die sogenannten kalten Anwendungen eröffnen den Reigen. Das Wasser in den Zinkwannen hat ca. 12 Grad, ganz schön frisch also. Die Kälte soll den Blutkreislauf anregen. Dauer des Bades, je nach Leibesfülle und Speckschicht, 2 bis 3 Minuten. Nach dem Bad wird das Wasser nicht abgetrocknet, sondern am Körper regelrecht trocken gerieben. So können die Reize des Wassers, der Luft und der Sonne auf den Körper wirken. Guten Tag, meine lieben Fernsehfreunde. Guten Tag, liebe Jungen und Mädels. Nach unseren Stäben, das heißt nach den letzten Sendungen, bei denen wir den Stab behandelt haben, habe ich euch heute ein Seil, einen richtigen Strick mitgebracht. Und wir wollen sehen, was wir an bewegungs- und körperbildenden Aufgaben mit dem Seil euch bieten können. Unausgesetzt versuchen mit der Stirn. Sehr schön, Claudia. Dirk, guck, hierbei brauchen wir jetzt gar keinen so großen Anlauf. Ja. Friedel, guck mal, ich kann's auch. Nicht? Stellt ihr drei euch bitte einmal drunter, genau drunter. Und unausgesetzt jetzt springen und springen und versuchen mit der Stirn dran zu kommen. Leise, Dirk. Springe einmal so leise wie möglich. Dirk war dran, Dirk war dran. So, es gefällt mir viel besser. Und nicht bumsen, nicht bumsen. Na, also bitte.
Wir wollen hier nicht bumsen, dass die Lampen von der Decke fallen. Jetzt hören Sie mal, Herr Dickhut. Das verstehen Sie unter Leibeserziehung? Hab mich gerade eben umgezogen, um noch ein bisschen mitzuturnen, aber unter diesen Umständen, ne. Da ziehe ich doch meine Wirtschaftswunderpölzerchen der Unmoral vor. War gleich ein bisschen skeptisch, als ich von dieser neuen Masche hörte. Von wegen auf die Bremse treten. Vernunft vor Überfluss. So ein Quatsch. Ich sage nur, keine Experimente. Weiter so wie bisher, Deutschland. Das ist der Weg in die 60er. Wenn Sie sich da dran halten, sind Sie auch dabei. Mein Freund Hasi, der hat's kapiert. Gehen Sie mit der Konjunktur. Gehen Sie mit auf diese Tour. Sehen Sie doch, die anderen stehen schon dort und nehmen die Creme schon fort beim großen Festbankett. Man ist, was man ist, nicht durch den inneren Wert. Den kriegt man gratis, wenn man Straßenkreuzer fährt. Man tut, was man tut, nur aus dem Selbsterhaltungstrieb. Denn man hat sich nur selber lieb. Drum gehen Sie mit der Konjunktur. Gehen Sie mit auf diese Tour. Holen Sie sich Ihre Kohlen wie der Krupp von Polen aus dem großen Weltgeschäft.